Hallo Borkheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, wie immer am Montag. Bestes Ferienwetter haben wir, Sonne scheint, eine Woche Ferien sind ja noch, so dass man noch fast einen ordentlichen Badeurlaub einlegen kann. Ich glaube, das hat Matze auch gemacht, der hat sich nämlich verdrückt und ist zur polnischen Ostsee, um sich ein wenig zu erholen. Er kommt aber demnächst bald fast gleich wieder, das hindert ihn allerdings nicht daran, uns auch mit Wetter zu versorgen, wie man nachher sehen kann. Ja, leider ist ja nicht nur überall eitel Sonnenschein. Manchmal gibt es auch Trauriges hier aus Borkheide zu berichten. Irgendwie fehlen einem schon die Worte. Darum nur, Micha, mach's gut da, wo du jetzt bist. Und der Familie alles Gute und herzliches Beileid. Mehr kann man fast gar nicht dazu sagen. Wie gesagt, es fehlen einem die Worte. Und wer die Familie unterstützen möchte, der kann das gern tun. Die Daten dazu findet ihr natürlich auf unserer Facebook-Seite Borkheide News und kann sie auch bei uns erfragen, wenn man, wie gesagt, die Familie ein bisschen finanziell unterstützen möchte. Okay, so was war sonst oder was wird sein? Die Hans-Grade-Gesellschaft möchte noch mal feiern, so kurz vor Schluss. Und zwar schließt sie sich dann in Potsdam-Mittelmark dem Feuer und Flamme für unsere Museen an, diese Aktion, diese Museenaktion. Und an diesem 26. gibt es ab 13 Uhr gegrilltes Getränke. Wenn alles klappt, ist unser Hans-Grade-Auto hier noch mal zu sehen. Und man kann es dann fast anfassen, würde ich mal sagen. Ich glaube, wenn so viele da dran rumtatschen, ist es dem Eigner auch nicht so recht. Aber mal ein Foto machen, mal sehen. Vielleicht kriegt er das Ding auch mal an. Jo, und da gibt es noch so einige andere Sachen. Wie gesagt, man kann in den Flieger noch mal rein. Es gibt Zeitzeugen, die Landung der IL-18 noch gesehen haben live. Da läuft, glaube ich, auch mal ein Video im Flieger. Und das ist nicht alles, was es am 26.10. gibt, denn abends ab 17 Uhr ist Edda wieder dran mit ihrem besonderen Abend. Diesmal hat sie einen Countertenor zu Gast, und zwar Nils Wanderer, ab 17 Uhr im Hotel Fliegerheim. Das muss man natürlich mögen, Countertenor, wer es kennt. Die singen wie Frauen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es dem gerecht wird, jedenfalls sehr interessant für die Leute, die damit etwas anfangen können. Jo, so, große Themen haben wir natürlich nicht, weil es sind immer noch Ferien, Pilzzeit, überall die Autos unterwegs. Ja, hier wachsen neue Häuser, außer Pilze wachsen ja auch Häuser in Borkheide, wie man sehen kann, innerhalb von einem Tag. Ich bin ganz überrascht, wie schnell sowas manchmal geht. Aber am Sonntag war auch wieder Fußball. Der BSV 90 musste wieder ran, nachdem sie ja 3 Wochen Pause hatten. Diesmal waren sie in Bele zu Gast. Und wie das Ganze ausging, könnt ihr hier sehen. Das ist hübsch. Markus, das ist hübsch, ne? Ja. Wir sind hier in Bele, 12 Uhr zu früh gewesen, 3 Wochen zu lange Pause gewesen. Was war das für ein Spiel? Definitiv. Ja, also man hat gemerkt, und das hat uns auch sehr geärgert, auch jetzt nochmal im Nachhinein, das ist halt natürlich auch ein bisschen unglücklich. 3 Wochen Pause, dazwischen mit dem Feiertag dann kein Training gehabt. Muss man den Jungs ja auch geben, dass sie dann auch mal so ein langes Wochenende halt nutzen können. Und dann passt das zeitlich nicht ganz so rein. Der eine oder andere hat die 3 Wochen Pause auch so genutzt, dass er dann gleich 2 Wochen nicht zum Training kommt. Das merkt man dann und dann ist ein Spielrhythmus weg und das ärgert. Ja. Das ärgert wirklich. Und das hat man auch gesehen. Eigentlich sind wir gut gestartet, aber dann, wenn dann halt so eine Sachen kommen, wie auch mal ein Gegentor, kann halt mal sein, lange Ball und blöd verteidigt irgendwie. Das passiert ja auch mal, aber dann brauchen wir viel zu lange, um wieder reinzukommen in den Rhythmus. Ja. Und das haben wir in der ersten Halbzeit auch dann viel zu lange wieder gebraucht. Ne? Ja. Ja, es war ja nun relativ früh gewesen, war Oktoberfest, überall die Sonne steht auf einmal. Also wir waren ja selber noch müde hier mittags, komischerweise. Ja. Und das sah halt so von Anfang an, es sah ja nicht schlecht aus. Die waren ja nicht so lahm, aber es hat nicht gereicht. Ne? Zum Gewinn nicht gereicht. Genau. Ja, wobei,
es ist halt auch schwer. Die war ja auch klar, die haben die ersten drei Spiele verloren, dann spielen sie letzte Woche 0-0 gegen den ersten sozusagen. Und dann denkst du auch, ja, was wird die Taktik sein? Na, die stellen sich tief hinten rein, versuchen da kompakter zu verteidigen, um weniger Gegentore zu kriegen. Und da müssen ja auch erstmal noch gar keine Tore fallen, aber wenn, dann über einen langen Ball. Und genau so ist ja gekommen, das haben wir auch vorher gewusst, dass es so ist. Ne? Und da musst du halt geduldig sein. Und dann sieht das manchmal nicht so schnell aus, weil wir dann halt geduldig den Ball in den Reihen laufen lassen. Ja, gefühlte 70-80% Ballbesitz. Ja, so sah das aus. Genau, so. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber da musst du halt geduldig sein und du musst aber im Rückwärtslaufen, wenn dann mal der Ball in diesen ganz engen Räumen verloren wird, halt auch wieder dann den Ball zurückerobern wollen oder dich wieder hinter den Ball stellen. Und das hat halt nicht gut geklappt. Ja, so. Ich denke mal trotzdem, halt Gegentore. Kopf hoch, wir haben ja einen Punkt mit nach Hause genommen. Ja. Ist ja nicht so, dass wir es verloren haben. Und was da war das 2-1 ein bisschen umstritten, kann das sein? Da gab es eine Diskussion, dass das abseits gewesen wäre. Ja, also wir sind ja natürlich noch weiter weg als der Schiedsrichter. Ja. Ich bin halt insgesamt nicht so ganz zufrieden. Der Schiedsrichter pfeift in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte gegen Lars, sozusagen, obwohl der Mann von hinten in ihn reinläuft. Also er sieht ihn gar nicht, schlägt drum, versucht den Ball zu schlagen, trifft dann nur noch den Mann. Ja. Das ist ein Foul. Das ist ein ganz klares Foul, das muss man auch pfeifen, ist völlig in Ordnung. Aber das ist keine gelbe Karte, das ist auch gar keine übertriebene Härte, wie der Schiri gesagt hat. Ja. Weil übertriebene Härte kann ich ja nur bringen, wenn ich halt sehe, dass da einer ist und jetzt faule ich ihn halt. Oder ich benutze halt nicht nur den ganz normalen Körpereinsatz, sondern ich gehe über den Körpereinsatz hinaus. Er hat ihn doch gar nicht gesehen. In der zweiten Halbzeit kriegt Mori einen Fuß ins Gesicht, auch von hinten. Übrigens auch ein ganz normales Foul ohne gelbe Karte, hat er auch so gepfiffen. Keine gelbe Karte gegeben. Hätte er die in der ersten Halbzeit nicht gegeben, wären wir nicht in Unterzahl gewesen am Ende, weil Lars dann nicht das zweite Gelbe gekriegt hat. Also so eine Sachen, die stören mich dann eher. Und dann hat man natürlich irgendwann so seine Emotionen drin und dann denkt man, ja, mein Gott, war das wirklich abseits? Für mich, von dort hinten lag Lukas von Heimer noch nicht im 5-Meter-Raum, sondern lag noch davor. Und der Spieler, der den Pass gekriegt hat und den Ball reingemacht hat, war ganz eindeutig im 5-Meter-Raum. Der war ja nur noch 2-3 Meter vom Tor. Das sieht für mich wie abseits aus. Gut, so. Bringt uns eh nicht weiter. Nö, wir haben, wie gesagt, 2-2 gespielt. Wir haben nicht verloren, noch nicht verloren. Jetzt geht es halt wieder in die Vollen. Das heißt, ab nächsten Sonntag 15 Uhr, glaube ich, wieder bei uns im Bock Heide gegen Turbine, also nicht gegen die Mädels, sondern Turbine 1 Potsdam ist das. Bei uns in Borgheide war das genau. 15 Uhr, ich glaube. Ja, 15 Uhr, nee, jetzt ist schon Winterzeit. Jetzt, ach, 14 Uhr dann. Ja, also genau, die wechseln genau, immer zum Oktober. Okay. Trotzdem herzlichen Glückwunsch für den Punkt. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder und vielen Dank für deinen Kommentar dazu. Gerne. Danke dir. Tschüss. Ja, man, auch von 23 oder 22. Ja, tolle Referenz daher. Wir haben was vergessen. Ja, es ist schon wichtig, auch die Mannschaft bei Laune zu halten. Und wir müssen heute auch sagen, durch die Verletzung von Nico haben wir schon ein paar Probleme, auch in der Innenverteidigung. Wer kann das spielen? Und ein großer Dank an Norm, gespielt heute. Älteste auf dem Platz wahrscheinlich gewesen. Und dafür hat er seine Sache gut gemacht, obwohl er eine Halbzeit schon gebeten hat, weggetragen zu werden. Musste er dann durch die Gelb-Rote auch sogar durchspielen. Hat er ganz gut gemacht. Ja. Perfekt. Bisschen mehr Training. Schön, dass wir den Norman hier haben, dass er immer noch so als Ersatz Das ist schon, genau, der hat ja auch viel zu tun mit der Jugendarbeit, also dementsprechend schön. Oh, jetzt aber wirklich tschüss. Tschüssi. Ja, Jungs, heißt wieder ein bisschen trainieren. Ihr habt nicht verloren, aber es war trotzdem eine interessante Partie gewesen. Am nächsten Sonntag ab 14 Uhr haben wir den Fußballverein Turbine Potsdam 1 zu Gast, hat nichts mit den Mädels zu tun, sondern das ist eine reguläre Fußballmannschaft. Mal sehen, wie es da ausgeht. So, jetzt fehlt mir nur noch Matze. Ja, der ist auf Reisen, aber trotzdem schickt er uns das Wetter. Bitte, Matze. Ah, hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Hier übrigens stehe ich am Rande von Borgwalde und der Klimawandel ist nicht aufzuhalten. Denn da hinten war mal Kleistow, jetzt ist es weg. Nein, auch dein Boot kannst du noch lange nicht bei uns in der Nähe parken, lieber Lutze. Das dauert noch ein bisschen. Ich bin natürlich ein bisschen weiter weg und selbst meine Frau war gestern Abend schon hier hinten in dem, glaube ich, 13 Grad kalten Ostseewasser. Die übt schon ganz fleißig für das Eisbaden am 01.01. im Waldbad Borgheide. Ja, ansonsten, wie ihr seht, die Sonne scheint. Ich glaube, das wird eine schöne, goldene Oktoberwoche. Wir starten in die Woche mit Sonnenschein, Montag, Dienstag um die 20, 21 Grad. Und im Verlauf der Woche wird es vielleicht mal 3 Grad kälter, bleibt sonnig, bisschen Bewölkung. Regen ist eher selten, glaube ich, in dieser Woche zu sehen. Ja, ich würde sagen, kommt gut durch die
letzte Ferienwoche im Oktober. Habt eine schöne Woche und bis zur nächsten Woche. Ciao. Ja, Matze, hatte ich schon Hoffnung, dass ich jetzt mein Boot hier ein bisschen dichter rankriege an Borkheide, aber da muss es auch im Sommer wieder ins Waldbad, nützt ja alles nichts. Jo, das war's, kurz und knapp. Wir wünschen alles Gute, noch schöne Ferien, viel Sonne und wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Bis dahin, tschüss, euer Lutze.